Wieder ein Brandanschlag in Zossen. Schon lange kämpfen engagierte Bürger gegen zunehmenden Rechtsextremismus in der brandenburgischen Kleinstadt. Mit hohem Risiko. Ein Haus der Initiative Zossen zeigt Gesicht wurde angezündet. Der Sprecher bekam Morddrohungen. Zivilcourage gegen rechts, immer wieder wird das eingefordert. Doch wenn sich die Bürger tatsächlich mutig gegen die Neonazis stellen, können sie keineswegs mit Unterstützung rechnen. Robin Avram und Ulrich Kretzer mit einer Reportage über das Klima, in dem Rechtsextremismus gedeiht. Zossen, der 23. Januar dieses Jahres. Das Haus der Demokratie steht in Flammen. Die Arbeit der Bürgerinitiative Zossen zeigt Gesicht, auf einen Schlag vernichtet. War erstmal ein Schockzustand. Und wir haben gerade in den ersten Tagen auch immer gehofft, weil es eben ja so eine Eskalationssituation war, dass es eben keine Brandstiftung ist, sondern dass es eben vielleicht doch ein technischer Defekt ist. Doch schon wenige Tage nach dem Brand gesteht ein 16-Jähriger, er habe das Haus angezündet. Dem mutmaßlichen Neonazi passte offenbar nicht, dass die Bürgerinitiative sich einsetzt gegen Fremdenfeindlichkeit. Doch Jörg Warnke und seine Mitstreiter lassen sich auch von offenen Morddrohungen nicht einschüchtern. Sie bekennen Farbe gegen Rechtsextremismus und wurden dafür mehrfach ausgezeichnet. Fast alle unterstützten Zossen zeigt Gesicht, nur die eigene Bürgermeisterin nicht. Hat sich die Bürgermeisterin bei Ihnen oder einem Ihrer Mitstreiter jetzt gemeldet nach dem jüngsten versuchten Anschlag? Nee, sie hat sich also bei mir persönlich noch nie gemeldet und hat sich also noch nie persönlich nach einem der Anschläge bei einem anderen Mitstreiter der Bürgerinitiative gemeldet. Wie finden Sie das? Schade. Die Zossener Bürgermeisterin Michaela Schreiber. Sie bestreitet, sich nicht bei der Bürgerinitiative gemeldet zu haben, gibt aber zu, dass sie ihr äußerst skeptisch gegenübersteht. Der Initiative ginge es nur darum, sie aus dem Amt zu jagen. Und überhaupt, das Problem Rechtsradikalismus werde viel zu stark aufgebauscht. Es ist jetzt nicht so, wie es in einigen Zeitungen auch mal gesagt wurde oder wie Herr Warnkes gesagt hat, dass gröhlende und liedersingende Nazi-Horden durch Zossen ziehen. Das ist einfach nicht der Fall. Das sieht man auf der Straße, dass sie nicht da sind. Alles nicht so schlimm? Rechtsextreme, in Zossen eine Randerscheinung? An der Geschwister-Scholl-Schule hat der Leiter Burkhard Sattler erfahren, wie aktiv die Rechtsextremen in Zossen sind. Der Kopf der Zossener Neonazi-Szene, Daniel Teich, hat hier vor einem Monat Aufkleber und CDs mit rechtsextremen Rocksongs verteilt. Wenn der oberste Chef hier, ich weiß nicht, Teich oder wie er heißt, hier schon persönlich kommt und seine CDs verteilt, dann halte ich das für ein Alarmsignal. Die Schüler antworteten auf die Propaganda auf ihre Weise. Sie haben die CDs einfach zertreten. Doch Daniel Teich und seine nationalen Sozialisten Zossen lassen sich davon nicht irritieren. Auch im Internet versuchen sie, Jugendliche für ihre Hasspropaganda zu begeistern. Die Neonazis werben offen für nationalsozialistische Ideologie. Die Bürgermeisterin lässt sie gewähren. Ich glaube ganz fest, dass der Staat sich nicht anmaßen darf, so wie früher in der DDR, vorzugeben, was die politische Meinung ist. Keine Vorgaben. Jeder soll sagen dürfen, was er denkt. Meinungsfreiheit auch für Neonazis? Wir erfahren, wo Daniel Teich wohnt und fahren zu ihm. Die Staatsanwaltschaft sieht in ihm die Schlüsselfigur der Zossener Neonazi-Szene. An seinem Briefkasten ein Aufkleber, der den Nazi-Kriegsverbrecher Rudolf Hess verherrlicht. Wenig später taucht Daniel Teich auf. Im Schlepptau Jugendliche, die er für seine Propaganda einspannt. War Adolf Hitler eigentlich ein guter Mann, guter Führer für Deutschland? Für mich, also, es war ein großer Staatsmann auf jeden Fall. Es war ein großer Staatsmann, der seine Interessen auch durchgesetzt hat und der hat dem Volk auch viel Gutes getan. Das muss man einfach so sagen. Man kann ihn nicht als Verbrecher bezeichnen und sagen dies und das und jenes. Das funktioniert einfach nicht. Freispruch für Hitler. Teich beruft sich auf Meinungsfreiheit. Die Ansicht der Bürgermeisterin, dass der Staat keine Meinung vorgeben dürfe, kommt ihm gelegen. Und dass sie die Neonazi-Gegner nicht unterstützt, erst recht. Frau Schreiber hat die ganze Sache auch richtig erkannt. Wenn es keine
Bürgerinitiative geben würde, so wie diese Zossen zeigt Gesicht-Bürgerinitiative, hätte sich das Ganze nicht so hochgeschaukelt. Sagt der Mann, der, so der Verdacht der Staatsanwaltschaft, hinter dem Brandanschlag auf das Haus der Demokratie stecken könnte. Teich bestreitet das. Er ist gut geschult, weiß, was er vor der Kamera sagen darf und was nicht. Seine Anhänger sind weniger vorsichtig. Es ist einfach in meinen Augen so, dass keine Jungvergassungen. Teich verbietet dem Mitläufer den Mund. Er selbst hat seinen Anhängern die Nazi-Ideologie zwar eingetrichtert, doch er weiß, den Holocaust leugnen, das ist eine Straftat. Teich will die Demokratie abschaffen. Für dieses Ziel habe er in der letzten Zeit viele neue Anhänger gewonnen. Und die muss man in Zossen nicht lange suchen. Aber die Nazis finden Sie okay? Ja. Sind okay. Na, die sagen ja auch Ausländer raus. Das ist so wie Meinung auch. Ich bin auch Ausländer raus. Sag ich. Was tun die Ihnen? Was haben die Ihnen getan, die Ausländer? Einfach so. Sprüche von Mitläufern. Doch auch sie können gefährlich werden. Auch der 16-Jährige, der mutmaßlich das Haus der Demokratie anzündete, galt als Mitläufer. Wir fahren zu einem anderen stadtbekannten Neonazi. Hier wohnt Christoph Schack. Er ist ein Kumpel von Daniel Teich, lange Jahre NPD-Aktivist, vorbestraft wegen gefährlicher Körperverletzung. Im Interview gibt er sich äußerst wortkarg. Wenn Sie Ihre Meinung zum Thema Juden sagen würden, dann wäre das strafbar jetzt? Ja, das, was ich eventuell für Ziel habe, was denn ist mit dem. Das wäre strafbar. Die geschichtliche Wahrheit, sag ich mal. So, Christoph Schack arbeitet direkt am Zossener Bahnhof in Anitas Imbiss. Hier kann er seine Geschichtslügen offen vertreten, jeden Tag. Braune Ideologie zum Morgenkaffee oder zur Currywurst. Und hinterm Tresen hängen Fotos vom brennenden Haus der Demokratie. Anitas Imbiss ist verpachtet. Wir fahren zum Eigentümer des Grundstücks, Ralf Marquardt. Er sitzt in der Stadtverordnetenversammlung, ausgerechnet in der Fraktion, der auch die Bürgermeisterin angehört. Warum hat er zugelassen, dass der Neonazi Christoph Schack in einem Imbiss auf seinem Grundstück arbeiten und braune Ideologie verbreiten kann? Ein Interview dazu gibt Ralf Marquardt nur zusammen mit seinem Bruder. Dass Anitas Imbiss ein Neonazi-Treff sei, habe er erst vor einer Woche erfahren. Ich habe sie noch nie gesehen. Immer wenn ich dort war, kann ich das im Grunde nicht bestätigen. Ich kann es wirklich nicht bestätigen, aber ich habe es gehört und dachte, ich mache jetzt Folgendes. Ich werde mit, wenn es denn so ist, ein Schreiben aufsetzen, dass ich im Grunde Versammlungen und Treffen dieser Art nicht dulde. Und das habe ich dem Imbissbetreiber hingelegt und er hat es unterschrieben. Das Schreiben haben Sie, so sagen Sie selbst, auf Druck der Bürgermeisterin verfasst. Sie fürchten um Ihren Ruf und versichern, mit Neonazis hätten Sie nichts zu tun. Dem Pächter kündigen wollten die Marquardts zunächst aber nicht. Nach unserem Interview, wohl auch, weil die Bürgermeisterin durch unsere Recherchen öffentlichen Druck fürchtet, tun sie es dann doch. Im Kampf gegen Rechtsextremismus muss man die Bürgermeisterin und ihre politischen Freunde im Rathaus zum Jagen tragen. Frau Schreiber hat zwar bei einer Demo der Rechtsextremen die Straßenbeleuchtung ausgestellt, aber die Bürgerinitiative unterstützt sie weiter kaum. Dabei könnte die das gerade jetzt gut gebrauchen. Sie baut ein neues Haus der Demokratie. Doch bisher gab die Stadt keinen Cent dazu. Denn die Bürgermeisterin bleibt dabei, dass der Staat, die Verwaltung, das eine ist und das bürgerschaftliche Engagement etwas anderes und ein sehr hohes und geschütztes Gut, in das sich der Staat nicht als Doktrin einzumischen hat. Wenn alle so denken, wird es bald keinen demokratischen Staat mehr geben, findet Georg Heinrich von Eichborn. Auch auf sein Wohnhaus wollten mutmaßliche Neonazis einen Anschlag verüben. So dürfe es in Zossen nicht weitergehen. 1933, 45, 12 Jahre, das war genug für Nazis. Das darf es nie wieder geben. Und infolgedessen müssen wir den Anfängen wehren. Und den Anfängen wehren, das kann nicht Halt machen da bei den gewählten Gestalten hier in der Stadt. Im Gegenteil, die müssen sich an die Spitze der Bewegung stellen.